Wetterkapriolen verursachten am letzten Wochenende mehrere Feuerwehreinsätze. Neben umgestürzten Bäumen und einem Verkehrsunfall gab es sogar vollgelaufene Keller, bei denen die Feuerwehr mit Nasssaugern und Tauchpumpen ausrücken mussten. Die Teilzeit und der Niedriglohn. Im Vogelsbergkreis ist beides weiblich. Noch immer sind hier 72% aller Teilzeit- und Minijobs in Frauenhand. Bei den rund 9.900 Teilzeitstellen im Landkreis liegt der Frauenanteil nach Angaben der Arbeitsagentur sogar bei 85%. Das hat Auswirkungen bis ins Alter und letztlich auch auf die Höhe der Rente. Die ist bei Frauen oft bis zu 40% niedriger als bei Männern. Aus dem Rossmann könnte bald ein Parkhaus werden. Jedenfalls, wenn es nach dem Entwicklungskonzept geht, das die Stadt als Grundlage zur Altstadtsanierung in Auftrag gegeben hat. Die Idee dazu und weitere mögliche Projekte stellte der Alsfelder Wirtschaftsförderer Uwe Eifert bei der Jahreshauptversammlung des Verkehrsvereins Alsfeld vor. Bisher sind das allerdings nur Gedankenspiele. Was wirklich daraus wird, bleibt abzuwarten. Es gibt wieder frische Backwaren und Blumen auf dem Alsfelder Wochenmarkt. Gestern war zum ersten Mal der Vulkanbäcker Haas aus Schotten mit seinem Verkaufswagen vertreten. Und auch die Blumenverkäufer sind passend zum Frühling wieder mit dabei. Denkt dran, aufgrund des Feiertags findet der Wochenmarkt in der kommenden Woche bereits am grünen Donnerstag statt. Alsfeld hat die höchsten Abgaswerte von ganz Hessen. Zumindest ist das Ergebnis einer Untersuchung auf Initiative der Deutschen Umwelthilfe. Bei einer vierwöchigen, nicht repräsentativen Messung wurden in der Schellengasse Höchstwerte von 53,5 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Nach offiziellen Messungen liegen Limburg und Darmstadt jedoch noch vor Alsfeld. Den kompletten Faktencheck und was das nun bedeutet, ob Konsequenzen drohen und was Alsfelder Bürger zu den Werten sagen, findet ihr auf Oberhessen Live. Zum Schluss haben wir noch einen Tipp für Tierfreunde und solche, die es werden wollen. Am heutigen Samstag öffnet der Vogelpark Schotten wieder seine Tore und hält für seine Besucher eine Vielzahl von Attraktionen bereit. Das war's mal wieder für diese Woche. Ihr wollt immer auf dem Laufenden sein? Dann verpasst nicht die nächsten Meldungen auf Oberhessen Live!